Muller war einer von einem Bereich der Eislauf-Coachings und erwarb sich den Ruf einer der erfolgreichsten Mentorinnen der Welt. Die aus Chemnitz-Stammende Chemnitzerin begann ihr bemerkenswerte Karriere Mitte der 1960er Jahre, als sie sich auf einer außergewöhnlich Reise begab und bei internationalen Wettbewerben fast 60 Prestigetrakteige Gold, Silber und Bronzemedaillen gewann, ein Vermächtnis, das über 3 Jahrzehnte anhielt. Ihr Trainerfertigkeiten gipfelten in olympischen Triumphen und leitten bei